Je mehr, desto besser. Für unsere Party. In diesem Dorf werde ich vor Hunger sterben, Mampf. Seht ihr schon die Rakadi über mir kreischen? Ach ja, dich gab's ja auch noch. Mann, so ein gemeiner Kerl. Gut, dann lasst uns aufbrechen. Nach Condeia Pata und dann zu dieser heiligen Stätte. Okay, ja, dann haben wir ein neues Ziel. Dann können wir nochmal kurz eben unsere Ausrüstung checken. Dieses Uriel oder was wir da geschmiedet haben, bringt nicht wirklich tolle Sachen. Na super. Und alle anderen sind mit anderen Sachen beschäftigt. Naja, gut, okay. Macht ja auch nichts. Vielleicht ist es ja noch für einen unserer anderen Partymitglieder, die zurückgeblieben sind, irgendwann mal interessant, falls sie noch leben sollten. Nun gut, so, wir gehen dann mal wieder zurück in das Dorf der Orklinge. Ja, diese Geschichte, die der gute Schein da erzählt hat, von dem Jungen, der nach einer Heimat sucht. Wir haben dazu ja ein paar Bilder gesehen und ja, das hat doch einen ziemlich interessanten Eindruck erweckt, dass wir eigentlich über die Heimat von Schein und auch, sage ich mal, seinem Volk haben wir ja auch bisher auch nur ihn gesehen mit einem langen, langen Hinterteil. Naja, gut. Mal schauen, was sich daraus ergibt. Weil er wird wahrscheinlich diese Geschichte nicht so ohne Grund erzählt haben. Vielleicht hängt da auch was Wahres dahinter. Aber nun gut, erstmal haben wir jetzt andere Sorgen. Denn die Schwarzmagier haben ja berichtet, es soll in der Nähe einen silbernen Drachen geben. Und das ist doch schon mal ein sehr guter Anhaltspunkt. Und ja, und dann gab es ja noch diesen sogenannten, oder diese sogenannte heilige Stätte. Nur da hat man uns ja nicht reingelassen. Also müssen wir wohl irgendwie diese Orklinge überzeugen. Mal gucken, wie wir das anstellen. Oh, und Quinna hat endlich Vollmond gelernt. Das ist doch auch mal was. Das war ja eine, ja, lange Zeit im Lernprozess quasi. Aber nun gut. Aufspießen. Oh ja. War auch schon mal stärker. Aber auch wir sind stärker seit dem Jagdfestival. Kommt mir vor, als hätte ich das schon mal gesagt. Vor nicht allzu langer Zeit. Aber nun gut. Ist ja halt auch so. Es ist ja nicht so, dass die Gegner hier mitleveln wie in so einem anderen Final Fantasy Spiel. So ein anderes Final Fantasy Spiel, was man erreicht, wenn man die Zahl 1 von diesem hier abzieht. Aber okay, das ist eine andere Sache. Gut. Ja, gehen wir erstmal zurück. Da vorne ist das Dorf der Orklinge, Condeia Pata. Weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber naja, ich nenne es jetzt mal einfach so. So, zwei von denen. Ja, mit denen wären wir auch fertig. So, packen wir mal einfach so eine Ramu-Beschwörung aus. Weil wir es können. Und weil es spektakulär aussieht. Ist auch, glaube ich, jetzt die komplette Beschwörung sieht man nur, wenn man sie das erste Mal verwendet. Danach gibt es dann immer eine etwas kürzere Fassung, was mir aber auch ganz recht ist. Trance, oh ja. Das ist mal wieder zum falschen Zeitpunkt. Aber naja, man kann es sich halt auch nicht aussuchen. Verdonnerung. Ja,
nicht die allerstärkste Waffe, auch nicht die effizienteste, weil sie halt auch 22 Magiepunkte kostet. Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Aber ja, okay. So, dann können wir jetzt mal auswechseln. Ist aber auch nichts mehr da, was wir da lernen können. Geben wir mal den Kraftgürtel zurück. Hier ist auch nichts. Er hat noch die Hermesstiefel und er den Elfenohrring. Na gut, okay. Konter lernte er noch. Ja gut, okay, passt erstmal so. Die wichtigen Fähigkeiten, die sind alle verteilt. Und wir machen gute Fortschritte. Ah, aufladen, okay. Bevor er angreift, sollten wir ihn eigentlich erledigen können. Gehe ich mal jetzt einfach von aus. Oder auch nicht. Ja, aber stecken wir alles gut weg. 1323. Oh, das ist, ja, wir haben ja eine ziemlich starke Waffe. Diesem Doppelschwert. Das schaut schon ziemlich cool aus. Frage mich, ob die in Versuchung geraten sind, weil das Spiel kam ja 2000 raus. Ein Doppellichtschwert für ihn, als Waffe damit reinzunehmen, weil die gute Episode 1 kam ja nur ein Jahr vorher raus. Na mal gut. Hinter diesem Tal ist also die heilige Stätte. Aber der Weg dorthin wird immer von einem Orkling versperrt. Der Weg neben dem Gemischtwarenladen auch, Mampf. Dann lasst uns erstmal dorthin gehen und schauen, was Sache ist. Ja, klingt schon mal nach dem ersten Schritt. Können wir nicht einfach irgendwo an der Hauswand hier vorbeiklettern oder so? Naja, wohl eher nicht. So, gehen wir aber erstmal in das Netzwerk. Das ist keiner von denen, für den wir einen Brief haben. So, und jo. Cheerio! Giftkralle, ja, wir haben niemanden, der die nutzen kann. Multistab, den hatten wir ja vorhin schon, den haben wir ja weggeschmiedet, oder? Ich glaube. Verkaufen tue ich hier nämlich eigentlich nichts. Ist auch nicht so, dass wir gerade Geld brauchen. Man sollte immer auf alles vorbereitet sein, naja. Wir würden gerne hier durch. Geht nicht. Nur diejenigen, die das Ritual der Treue vollendet haben, können passieren. Was ist das denn schon wieder? Was soll denn das für ein Ritual sein? Fragt den Hohen Priester. Und wo kann man den finden? Der läuft hier irgendwo herum. Danke für die Auskunft. Noch genauer können sie gar nicht informiert werden. Ah. Dann schauen wir doch mal, ob wir irgendwas hier finden, was wie ein hoher Priester aussieht. Wie zum Beispiel diese Person da. Priester Melomon. Das ist unser Schrein, wo wir unseren Segen von der Sonne und den Göttern erhalten. Okay, ist ein Priester, aber kein hoher Priester. Ne? Du? Aber da geht ihr am besten den hohen Priester fragen. Ja. Der steckt hier irgendwo. Das ist eine Torwache. Hier vielleicht? Du? Du siehst... Hey, du! Bist du zufällig der Hohepriester? Dem ist wohl so, mein Sohn. Ich bin der Hohepriester. Na also, was treibst du denn hier? Grübel, grübel. Auch ein Hohepriester hat so seine Sorgen.
Aha, naja, wie auch immer, wir wollen irgendwie zur heiligen Stätte. Die heiligen Schriften besagen, dass nur die, die das Ritual der Treue vollendet haben, sich dem Ort nähern dürfen. Was um alles in der Welt ist denn jetzt dieses Ritual der Treue? Wenn ein Mann und eine Frau den Segen der Götter erhalten und in den heiligen Bund der Ehe treten. Oh Gott. Ach so, also eine Art Hochzeit und Flitterwochen. Na, wenn das nicht passt. Deine Worte befremden mich zwar, aber es wird wohl so etwas sein. Und wenn wir dieses Ritual also hinter uns haben, dürfen wir zur heiligen Stätte? Lili, hast du mitgehört? Ist verzwickter, als ich dachte. Aber wenn wir zwei heiraten, kommen wir weiter. Aber das ist wohl Wunschdenken. Von mir aus... Boah, was? Meint sie das ernst? Bitte was? Ihr wollt euch vermählen lassen. Das Ritual ist eigentlich nur für uns Orklinge bestimmt, aber... In letzter Zeit will einfach keiner heiraten, wo wir doch beim 99. Paar sind. Darüber habe ich mir vorhin den Kopf zerbrochen. Aber so sei es denn, ihr sollt das 100. Jubiläumspaar werden, das den Segen der Götter erhalten soll. Na, wenn das nicht mal ein Volltreffer ist. Und scheine sprachlos. Wie war das noch mal im Mittelteil? Oh Mann. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag. O Götter der Berge und Bäume. Wie kam das hier alles noch gleich zustande? Ich weiß auch nicht. O gütiges Licht der Sonne. Um zu dieser vermaledeiten heiligen Stätte zu kommen, müssen wir dieses Ritual vollendet haben. Und fürs Ritual brauchst du mal Männlein und Weiblein. Moment mal, Lilly. Ist dir eigentlich klar, was wir hier machen? Wir heiraten! Schönen guten Morgen. Aber sonst kommen wir ja nicht weiter, oder? Ja, aber ich meine, sollte man sich so etwas vorher nicht genauer... Es fängt an. Die kennt echt kein Zurück mehr. Was hat sie denn nur vor? Normalerweise reagiert sie doch immer total sauer und ist dann gleich eingeschnappt. Ja, tatsächlich ist das so. Die hat aber wohl was... Naja, egal. Die Hoffnung soll eure Kraft sein. Klar kommen wir dann weiter, aber... Um die Hürden des Lebens zu überwinden... Hat sie sich vielleicht echt in mich verknallt? Ach, das wünschst du dir, ne? Treue soll euch den Weg erschließen. Dann war es ja echt die richtige Strategie, dass ich im Dorf der Schwarzmärge ja so lässig geredet habe. Der Himmel möge euch segnen. Lili, jetzt sind wir endlich Mann und Frau. Und der Bräutigam darf immer die Braut knu... Autsch. Das musste ja so kommen. Deswegen ist er so ein herrlich grandioser Hauptcharakter. Aber gut. Jetzt braucht ihr nur noch den Zwilling neben dem Gemischwarenladen einen Besuch abzustatten. Was muss man denn noch alles tun? Echt mal. Das gehört eben zu unseren Sitten.
Na dann wollen wir doch mal das 100. Jubiläumspaar des Dorfes als 100. Jubiläumspaar des Dorfes unseren Rundgang starten. Ein Ehepaar sind wir aber nur, solange wir hier im Dorf sind. Oh Mann, das ist hart. Welch harte Worte. Allerdings, sag mal Schein, was sollen wir denn jetzt machen? Ihr, alles nur nicht unsere Flitterwochen stören. Das sind echte Freunde. Wollt ihr uns etwa zurücklaschen? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Dann, lasst euch doch auch trauen. Ja, wer kann bei so etwas widerstehen? Also. Machen wir. Die beiden sind doch auch ein tolles Paar dann, oder? Wie wäre es denn, wenn ihr euch auch in den Heiligenstand, wenn ihr auch in den Heiligenstand der Ehe treten würdet? Sauber. Exzellent. Was? Genau, das ist es doch. Derweil machen wir unseren Rundgang. Oh je. Ein Lebensanfang zu zweit. Und die ziehen das echt durch. Um die Hürden des Lebens zu überwinden. Treue soll euch den Weg erschließen. Der Himmel möge euch segnen. Oh jemine. Ich bin ja so glücklich, Mampf. Ich auch. Okay. Ein Dieb. Hä? Wir sind das frisch verheiratete Ehepaar, Herr und Frau Tribal. Cheerio, dann brecht ihr also zur heiligen Stätte auf? Ja, dürfen wir jetzt passieren? Cheerio, aber klar, seid vorsichtig und gute Reise. Tja. Dann mal los. Ein Dieb! Wo, wer, hä, hoch? Moku, beeil dich! Wer ist das denn? Kupo, stehen geblieben, stehen geblieben. Was ist passiert? Keine Ahnung. Los, lass mal nachschauen. Wieder entwischt. Weiter dürfen wir nicht. Da müssen die beiden wohl heiraten, ne? Wohnt dort draußen etwa noch jemand? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Die zwei kleinen Racker kommen ab und an, ab und zu hierher und klauen uns unser Essen. Aha. Aber das nächste Mal kriegen wir sie. Ach, die beiden sind auch da. Vivi, Quinna. Und? Habt ihr die Trauung hinter euch? Ja. Da wagt es wirklich jemand von meiner Nage Eschen zu klauen, Mampf. Gut, dann können wir ja wieder weiter. Ja, okay, dann schauen wir uns doch mal die heilige Stätte an, aber zuvor checken wir noch mal eben unsere Ausrüstung. Wir nehmen ihm jetzt mal die ganzen Sachen weg. Das hat einen bestimmten Grund, den man sich vielleicht so ein bisschen denken kann. Aber wir machen es einfach mal. So, okay, da ist diese... Ach, das war, wo diese Torwache stand. Naja, gut, okay. Gehen wir mal auf diesen... Weiß nicht, sieht irgendwie so aus wie so lange Baumwurzeln. Gehen wir mal diesen friedlichen Weg entlang und... Hey, da ist doch wer. Nanu? Kondaya Pater Bergweg. Kupopo.
Schnell, Mogu, wir müssen schnell weg, sonst schnappen sie uns noch. Kupo. Was hast du, Mogu? Kupo. Warte, wo willst du hin, Mogu? So, da hänge ich nun. Selbst Mogu hat mich verlassen und jetzt bleibt mir hier nur der einsame Tod. Mogu, wenn ich sterbe, dann komme ich als Geist wieder und suche dich heim, hörst du? Oh, schwinden mir schon die Sinne? Jetzt sehe ich sogar schon Menschen ohne Hörner. Okay. Ja, haben halt keine, ne? Und der eine da hat ja sogar einen Schwanz. Männlich. Hä? Ah, Hilfe! Nein, bitte, bitte friss mich nicht. Ich schmecke auch überhaupt nicht. Hörst du, ich schmecke ganz furchtbar. Glaub mir. Wer würde sie denn auffressen? Naja, nur er da oben. Künner, sie sagt, sie schmeckt nicht. Schmeckt nicht? Das ist schade, Mampf. Aber der Mokrifoin in so einer Farbe hab ich noch nie eingeschehen, Mampf. Oh je.